Andi, Christopher, es ist keine Schlafenszeit. Noch ein Regelverstoß und ihr müsst zu Promi Big Brother. Herzlich willkommen zu Staffel 2, wenn man so will, von Lass mal reden. Finde ich voll geil, dass wir Staffeln haben, ne? Finde ich auch. Ich finde es richtig geil. Jede große Serie hat Staffeln. Hand aufs Herz hatte nur eine. Zweite Staffel, ist die grundsätzlich immer besser als die erste? Ist immer besser. Jeder zweite Teil ist besser. Wir sind wie großartige Fortsetzungen, zum Beispiel Aliens. Dumm und Dümmerer. Aliens ist wirklich gut. Ja, aber Dumm und Dümmerer nicht. Nach wie vor, schön, dass ihr dabei seid. Wir waren jetzt auch nicht so lange weg. Ja, nee. Nee. Ich habe auch die ganze Zeit bei einer Tropfsteinhöhle. Ja. Man sieht's. Du hast dich Andi hat sich quasi die letzten Wochen in den Keller eingeschlossen und hat nur über Themen nachgedacht, die wir vielleicht die irgendwann machen können. Die ganze Zeit gebrainstormt, auch geübt, alleine vorm Spiegel. Ne? Ich hatte neben mir auch eine kleine Puppe. Eine kleine Puppe? Muss das nicht immer scheiß so sein? Mobbing hier. Direkt an der ersten Folge. Mobbing. Ich habe dir gesagt, wir machen das nicht mehr. Wirklich. Wirklich, das war am Ende schon scheiße und jetzt fängt es wieder scheiße an hier. Ja, das läuft nicht. Ich bin happy, wieder am Start zu sein, aber in den 2 Wochen ist ja schon ein bisschen was passiert. Ja. Ne? Und ich finde, wir sollten jetzt nochmal kurz drüber rekapitulieren. Ich finde, wir sollten auch immer mal wieder ein neues Wort einbringen. Rekapitulieren. Ja. Und pass auf, ich sag noch, wie die Jugendlichen in Neudeutsch das sagen. Das ist quasi eine Catching-Up-Folge. Wir haben euch auf Instagram gefragt und auf unserer Patreon-Seite, was denn so die letzten 14 Tage, ich schwitze übrigens, falls man das sieht, ist es halt so, was die letzten 14 Tage euch bewegt hat, was uns bewegt hat, was hat dich denn bewegt, der Bus oder das Flugzeug? Ich war doch die ganze Zeit in der Tropfsteinhöhle. Ach ja. Es gab so 4 Main-Themen, die wir auch hier heute besprechen werden. Als allererstes gehen wir aber über den großen Teich. Findest du das schön? Über den großen Teich nach Amerika und sprechen mal über den Herren Donald Trump und die sich alle echauffieren, was da in Charlottesville passiert ist. Ja. Nazi-Aufmarsch! Nazis in Amerika! Wie konnte man denn vorher nicht wissen, dass das einfach nur ein dummer Bauer ist, den man da als Präsidenten wählt? Nein! Konnte man nicht wissen. Ich dachte, das war der Grund, warum sie ihn gewählt haben, dass er ein Nazi ist. Stimmt, also mit Mistgabeln und Heufackeln. Ja. Mistgabeln und Heufackeln. Ja. Ihr wisst, was ich meine, stehen sie jedenfalls schon in Amerika Schlange. Unfassbar. Jetzt mal, das ist auch nicht, man kann es auch fast schon nicht mehr lustig nehmen. Aber ich muss es irgendwie lustig. Es ist so eine Parodie insgesamt. Also unfassbar. Es ist, ich weiß nicht, ob es witziger ist, dass die Leute denken, unser Präsident verteidigt irgendwelche Nazis oder dass man sagt, so, wir wussten das nicht. Was dümmer ist. Ja. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ist krass, ne? Dass der Mensch nicht in der Lage ist, das Problem ganz klar beim Namen zu nennen, zu sagen, das sind Rechtsradikale und davon. Ja. Und davon distanziere ich mich. Und das ist, ich meine, wir machen da jetzt Spaß drüber, aber auch grundsätzlich, was da mit Nordkorea gerade passiert, ich finde, es ist wirklich gruselig, dass der Typ so ein Ei am Wandern hat und dann auch noch Präsident ist, quasi der mächtigste Mensch der Welt. With Wrath and Fury, oder was hat er gesagt? Irgendwie, on both sides. Also es war. Also Leute, jetzt mal ganz wirklich, ich würde gerne einmal was ganz im Ernst sagen. Ja, darf ich? Erlaube. Da gibst du Lass mal reden Platz, einmal eine ernsthafte Botschaft in die Welt zu schicken? Das finde ich so, ist eine Zeit für eine neue Kategorie. Season 2, Serious Talk ohne Spaß. An alle jungen Menschen da draußen, ja, wir auf YouTube haben ja ganz viele lustige Leute, die bekloppte Sachen machen. Uns muss man auch nicht unbedingt immer ernst nehmen, aber ganz ehrlich, wenn ihr jung seid und die Welt noch verändern könnt, ich glaube ganz fest daran, dass Liebe der Weg ist und definitiv nicht Hass, nicht Rechtsradikalismus und vor allem nicht Gewalt. Sehr schön, dann haben wir das ja mal geklärt. Genau, jetzt können wir wieder Scheiße labern. Jetzt kommen wir wieder zurück über den großen Teich. Moderationsschule 1 plus gekriegt damals. Ich habe einen Workshop gemacht. Also einen Workshop? Ja. Bei wem hast du den Workshop denn gemacht? Bei Aaron Troschke? Nee, Aaron Troschke. Aaron Troschke, wollen wir direkt über Big Brother reden? Ja, lass uns direkt über Big Brother reden. Deswegen hau ich doch dir. Das war nämlich ein Übergang, mein Freund. Ja, aber da musst du erstmal die Connections machen. Du sagst Aaron Troschke, ich weiß, dass es um Big Brother geht. Alle anderen gucken dumm rein und sagen, wer ist denn Aaron Troschke? Hast du gerade gesagt, unsere Zuschauer gucken dumm alle rein? Alle anderen, nicht nur unsere Zuschauer.
Ja, Big Brother, Alter. Ich habe ein bisschen was verpasst, weil fangen wir in der Tropfsteinhöhle nicht so gut. Was ist los? Hat dich angespuckt? Nee, ich schwitze. Ach so, du schwitzt. Sieht man gar nicht. Sieht man nicht? Nee. Weil ich schön bin. Ja. Ja, Big Brother, ich habe ein bisschen was verpasst, weil in der Tropfsteinhöhle kein Sat.1 zu empfangen war. Glaube aber insgesamt, dass ich nicht so viel verpasst habe, ja. Aber ich gucke ja sowas immer gern. Ne? Wobei ich aber nicht das. Ich glaube aber, Big Brother hat auch dieses Promi-Big Brother. Steht das jetzt in Klammern eigentlich? Ja, das ist. Kannst du nehmen, musst du aber nicht nehmen. Ja, ich finde es krass, dass dieses Jahr wirklich viele dabei sind, die man nicht kennt. Das ist unfassbar. Ja. Also die, vor allem die ganzen Nutten. Also es gibt anscheinend, weiß ich nicht, sehen halt aus wie Nutten, muss ich sagen. Ja, ja. Ja. Da ist, glaube ich, die eine vom Bachelor drin, die in der ersten Runde rausgeflogen ist. Oh, dann frage ich mich, nehme ich zurück. Genau, frage ich mich, was ist mit den anderen 40 passiert? Hatten die keinen Bock zum Casting zu kommen? Nee, ganz ehrlich, wir wollen es ja auch nicht lange ausatmen, nee. Wir wollen so ein kleines bisschen Catching up, aber das ist unfassbar schlecht. Es ist schlecht geskriptet moderiert. Es geht, sie wollen tierisch in die Richtung. Wie heißt nochmal der? Jochen und Jochen. Jochen und Jochen. Heißen die wirklich Jochen? Heißen mal Jochen. Das ist das Lustige daran. Ja. Dümmer geht's nicht. Dumm und dümmerer könnten die. So sieht's aus. Schlecht moderiert und ich bin eigentlich gedanklich ausgestiegen bei diesem einen Spiel, wo Willi Herren und die Alte, die nur säuft, Chips vor sich liegen hatten, Spielchips und gesagt wurde, ja, pass auf, wir spielen drei Runden und dann letztendlich geht es aber doch darum, wer zuerst dreimal gewonnen hat, also schlecht auch noch erklärtes Spiel. Und ihr müsst die Chips legen und wer mehr Chips gelegt hat, der hat gewonnen und wer weniger gelegt hat und wenn du alle zuerst legst, dann hast du halt verloren, weil dann kannst du nur einmal legen, so bla bla bla. Es hat mich so aggressiv gemacht. Es war ein Debakel vom Allerfeinsten, aber die gute alte Knappig mit ihren Greatest Hits. Einer ihrer Greatest Hits ist natürlich, ich bin nicht manipulativ. Was ist mit dir los, Mann? Ich bin gedanklich noch bei diesem Spiel. Wie dumm sind denn Menschen? Leute. Du schwitzt. Ich schwitze, danke. Willi Herren, ja, der sich dumm und dämlich verdient hat, dann dumm und dämlich wieder verloren hat, wieder dumm und dämlich verdient hat, das Geld nochmal verloren hat und jetzt versucht wieder dumm und dämlich zu verdienen. Was für Menschen lässt man denn ins Fernsehen? Natürlich ist man nervös. Ja, natürlich kann man Fehler machen, natürlich kann man auch fünfmal nachfragen, gerade wenn es so gut erklärt wurde wie von Jochen, wie das Spiel funktioniert. Aber wenn man das Spiel beendet und am Ende noch nicht verstanden hat, was man hier gerade gespielt hat, dann verstehe ich, es macht mich aggressiv. Ich finde, wir sollten uns darauf einigen, dass wir über Muskeljochen reden. Muskeljochen und Lauchjochen. Sarah Knappig. Oder Zack the Bean, wie ist ihr neuer Ausruf? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Chambidam! Irgendwie sowas. Sie ruft immer irgendwas. Ist sie behindert? Wir fangen jetzt schon mal bei Sarah Knappig oder Knappig mit dem Namen an. Sie nennt sich selbst Sarah Knappig. Ja? Knappig. Wird aber mit K am Ende geschrieben. Ja. Ich dachte mein Leben lang, ja, seitdem ich Fan von ihr bin, dass sie mit G geschrieben wird, wie König. Ne? So, das G am Ende lässt man ja... Siehst du? In seinen Notizen, wie ist dein Name nochmal? Peter. Peter, in Peters Notizen hat er sie auch falsch mit G geschrieben. Deswegen denkt man, ja, okay, ist wie König am Ende und manche sprechen es halt falsch aus und machen Knappig. Ja. Aber sie wird mit K geschrieben. Es gibt keinen Weg in der deutschen Sprache, Sarah, und da sind wir wieder beim Rechtsradikalismus, in der deutschen Sprache gibt es keinen Weg, ein K als Sch auszusprechen. Und sie sagt, ich heiße Sarah Knappig. Ja, das finde ich richtig krass. Aber ich glaube, 1940 hättest du einen anderen Job auch sehr gut machen können. So wie du das gerade erzählt hast, also Respekt. Danke. Bitte. Mein absolutes Highlight war natürlich, als Benjamin Boyce die sich diesen Wangenspreizer nicht reinmachen lassen wollte, weil es unter seiner Würde ist. Und sollen wir ihn ganz kurz... Und seine Beweggründe, Willi Herren, der in einem Prinzessinnenkostüm da stand, gesagt hat so, Willi, das ist unter meiner Würde, ich mache mir nicht so einen Spreizer rein. Und der hat dann Prinzessinnenkostüm. Und Willi so, das verstehe ich. Sollen wir ihn, ich meine, ihr könnt ja nicht live interagieren, aber sollen wir ihn aufklären, dass er zwei Leute von Code in Direct verwechselt hat oder lassen wir es dabei? Benjamin Boyce? Ist der nicht drin? Der war im Dschungelcamp. Und wer ist gerade bei Promi Big Brother? Keine Ahnung. Eloy de Jong. Sind wir eigentlich schon durch mit dem Big Brother? Ja, war noch nicht mal drin. Ey. Oder wollen wir noch übers Warzengesicht reden? Ja, über die besoffene Alte, oder? Die besoffene Alte. Haben wir doch. Oh, die hatte in der letzten Folge, die ich gesehen habe, schwitze ich schon wieder. Das würde ich bei Austin bauen. Warte.
Wer ist die eigentlich? Weiß ich nicht. Was hat die gemacht? Gefickt. Der letzte Stand von mir ist, wie sie gesagt hat, ey, ich habe nur gevögelt und mal auch beim ersten Treffen. Da hat mich jemand gefragt, hier, wo soll ich den Koffer hinstellen? Habe ich gesagt, direkt ins Schlafzimmer. Boah, zack. Geil, ey. Sie hatte auch einen Freund, der ist immer nur First geflogen, aber der hat gesagt, in der Plattenklasse ist alles, sind die Geweiber viel geiler. In der First ist er geflogen. Und was hat sie gemacht mit dem Typen? Die hat sie richtig hart gefickt. Weißt du, was ich bei der ganz cool finde aber? Nichts. Allerdings muss ich sagen, bei ihr finde ich ganz cool, wenn du bei ihr deinen Orgasmus verlängern, also verzögern willst. Ne? Guckst du sie einfach an. Und dann ist alles Roger, ne? Absolut, ja. Ja, wo wir schon mal von so einer Versagertruppe sprechen, dann kann man natürlich auch, muss man natürlich auch die andere Versagertruppe erwähnen. Und das ist das Sommerhaus der Stars. Oder wie ich es liebevoll nenne, eine neue Folge von Lass mal reden. Ja, da drin sind auch so richtig schöne Unsympathen. Ja. Ich kenne keinen Menschen davon. Doch, doch, doch. Nico Schwanz mit seiner Schlampe. Also das ist einer der größten Fotzen, die ich je im Fernsehen gesehen habe. Ne? Muss ich das piepen? Nee, ist hier nicht. Ne? Nee, also das ist mir auch scheißegal. Also das ist so eine blöde Kuh, Alter. Also das kann ich, ja, Nico Schwanz. Aber es ist Nico Schwanz mit seiner sehr gutes Wortspiel, mein Junge. Ja, also so eine unsympathische Frau, unglaublich. Sie sieht okay aus, ja. Man würde wahrscheinlich, wenn man ein bisschen hackedicht ist, dann ist es kein Problem. Wenn ich hackedicht bin, würde ich alle. Ich wollte es jetzt nicht so... So haben wir uns kennengelernt. Helena Fürst, kennst du noch? Ist das so eine geile Sau, die im Dschungel Rastas hatte und so? Ja. Ah, die geile Sau, Alter. Die hat jetzt einen Freund, der ist hier ebenbürtig. Ich hoffe, der fickt sie den ganzen Tag. Der heißt Ernesto Monte und jedes Mal, wenn er was sagt, geht es um Sex. Jedes Mal. Ja, also, du könntest mit mir ein normales Gespräch führen. Er würde auf jedes Wort, würde er irgendwas mit Ficken hinkriegen. Oh, ich schwitze übrigens richtig doll. Ja, wahrscheinlich, weil du gerade an Ernesto denkst. Ne? Wirst du geil? Ist er angesteift? Natürlich. Ist er angesteift? Nee, also wirklich, Ernesto redet wirklich nur über Sex. Aber witzig irgendwie. Er ist ganz witzig. Pass mal auf, wenn du hier versuchst. Pass mal auf, weißt du, wenn du aufpassen musst, ich musste aufpassen, dass ich dich richtig krass abgespritzt hätte. Wenn du bei Lass mal reden jetzt anfängst. Oh, Lass mal reden, lass mal ficken, Alter. Das wäre auch ein geiler Name gewesen. Wenn du bei Lass mal reden jetzt anfängst, mehr zu sprechen als ich, dann musst du mir heute Nacht richtig schön einblasen, damit du es wieder gut machst. Originalquote. Originalquote von Ernesto. Hammergeil, hammergeil. Das Format ist so. Worum geht es in dem Format eigentlich? Es geht darum, dass die da sind und sich irgendwann gegenseitig rauswählen und der am Ende, der hat gewonnen. Und der darf wieder nach Deutschland zurück und alle anderen müssen wegbleiben. Und ich hoffe, das ist das Ziel. Nee, leider nicht. Ah. Aber es gibt einzelne Spiele, die sind ganz witzig. Ja? Können wir auf jeden Fall mal was von abkupfern. Ja. Ich sehe gerade, ich hatte einen Fall gemacht von Fotze, von Nico Schwanz Freundin, zu Julia Siegel. Wow. Gibt es da Moderatoren bei Sommerhaus? Können wir uns da ins Spiel bringen? Promi Big Brother nimmt uns ja nicht. Nimmt ja Jochen und Lauchjochen und Muskeljochen. Ja. Haben die Moderatoren? Können wir eigentlich auch machen. Was? Lauch Chris und Muskelandi. Ich bin dünn. Ja, ich finde, wir haben jetzt lange genug über Qualitätsfernsehen gesprochen. Jetzt reden wir über den größten Dreck, den ich die letzten 14 Tage geguckt habe. Leichtathletik. Nee, im Ernst, Leichtathletik fand ich saugeil. Bei mir lief den ganzen Tag nur ARD und ZDF. Sponsored by. Und habe den ganzen Tag Leichtathletik geguckt. Ich fand's total, ohne Scheiß, ja. Das Beste, was es gibt auf der Welt, ist auf dem Sofa zu sitzen, Pommes zu essen und anderen Leuten beim Sport zuzugucken. Ich habe auch Leichtathletik WM geguckt. Ich wollte dich gerade fragen, hast du? Habe ich. Wen fandst du gut? Namen? Ich möchte Namen. Justin Gatlin? Ja. Das finde ich richtig geil. Heißt er so? Ja. Man weiß es nicht. Da wirst du ein Leben lang wegen Dopings gesperrt. Bist dann Kronzeuge für deinen Trainer. Deine Strafe wird halbiert auf halbes Leben anscheinend. Und auf einmal? Und dann gehst du vor Gericht und legst Berufung ein und dann sind es nur 2 Jahre. Und was passiert dann? Dann schlägst du Usain Bolt in seinem letzten Rennen im 100-Meter-Lauf. So sieht's aus. Usain Bolt tat mir auch ein bisschen leid. Meinst du, viel gedopt gewesen in seiner Karriere? Ja, jetzt war es halt klar, dass es erwischt werden könnte. Hat er es nicht mehr gemacht, oder? Jetzt hat es nicht mehr gemacht und deswegen, ich meine, er ist ein schneller Typ, ja. Hier auch in Berlin ist ja auch die Uni, ne, von seinem Bruder Humboldt. Ja, schön für dich. Nee, es macht Spaß zuzugucken. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr in Berlin, die Europameisterschaft. Gehen wir hin? Könnten wir uns überlegen, mitmachen oder einfach nur zuschauen? Mitmachen. Mitmachen, 10-Kampf aber dann. Zehn. Weil wir können ja alles ganz gut. Ja, wirklich, das ist das Ding. Aber ich muss nur 5 Sachen gut können.
Bereich die Punkte. Und ach so, das finde ich cool, dass du mich so einschätzt. Klar, die Punkte nach 5 Disziplinen reichen bei dir, um Erster zu werden. Nee, ich dachte eigentlich, dass du die anderen 5 machst. Oh, lass uns machen. Wir bewerben uns hiermit offiziell für den 10-Kampf bei der Europameisterschaft nächstes Jahr hier in Berlin. Wir würden uns die 10 Dinge aber teilen. Würden wir uns teilen. Ja. Lass uns mal ein Quickie raushauen. Wir haben in letzter Zeit relativ wenig über Sex gesprochen. Eierskandal. Ja, Eierskandal. Finde ich ein Skandal, ne? Mit den Eiern. Ja. Ich bin auch richtig tief in der Materie drin. Ich auch. Also, ist nicht gut. Ist nicht gut. Sollte man nicht machen. Nee, finde ich eine Schweinerei. Ja. Die da oben. Wir hier unten? Ja. Nee. Eieieiei, da ist ja wirklich viel. Da ist ja wirklich viel passiert in den letzten 2 Wochen oder auch irgendwie nicht. Aber wir wollten einfach mal euch auf dem Laufenden halten. Willst du noch kurz erzählen, was du die vergangenen 2 Wochen gemacht hast? Nein, das ist aber schade, denn erzähl doch was über unsere Patreon-Seite. Hat euch das Video gefallen, dann liked es doch bitte und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, denn wir haben großartige Sachen vor in Season 2. The Boys are back in town, mein kleiner Freund. Dann unterstützt uns doch auf Patreon, schaut euch das mal an, ist ganz cool und wir stellen auch immer ein paar Sachen online, die ihr hier nicht zu sehen bekommt, für unsere lieben Patreons und schaut euch das an, unterstützt uns und werdet glücklich. Das war es auch schon wieder mit der allerersten Folge der 2. Staffel von Lass mal reden. Bleibt uns treu, denkt an uns und mit einem verschmitzten Grinsen verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal und shine on. So, jetzt haben wir so viel über Sachen geredet, die in der Welt passiert sind, weltbewegende Sachen. Ich rede nicht über Trump, sondern ich rede über das Sommerhaus. Was hast du gemacht die letzten 2 Wochen? Ach, ich hab Tropfsteinhöhle. Komm, sei mal ehrlich. Ja, ich war ein bisschen schwimmen, ne? Bisschen schwimmen? Ja, Aquaman, ja, bisschen schwimmen, bisschen Plauze raushalten, bisschen was Leckeres essen und so. Hast du mich vermisst? Ich hab dich vermisst. Mir macht's auch wieder Spaß. Wieder. Wieder, endlich wieder macht's dir Spaß. Seit der ersten Folge macht mir zum ersten Mal wieder Spaß. Aber es ist tatsächlich, also wir waren jetzt nicht ewig weg, ne? Nee. 2 Wochen war jetzt nicht lange, aber ich habe in der Vorbereitung, es ist wirklich nicht viel passiert. Es ist wirklich, so wie du die Bachelorette genannt hast, es ist das Sommerloch. Hashtag ungelogen. Ich glaube, wir würden das nicht schlechter moderieren als das, was da gerade läuft. Nee. Also zumindest die Rap-Show oder sowas. Oh, die Rap-Show. Die Rap-Show ist richtig wack. Ey, ich habe dich wirklich ein bisschen vermisst. Aber nur ein bisschen. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, ein bisschen. Was soll ich sagen? Richtig doll oder was? Ja, zum Beispiel. Ich habe krass abgefeiert im Urlaub, Mann. Es hat mir Spaß gemacht. Alter, war cool. Bis zum nächsten Mal. Und shine on.